meinem Zimmer war hier eine Spinne. Und ich habe immer noch Angst, dass sie jetzt hier irgendwo ist. Nein, oder? Wie unhandlich von mir, dass ich jetzt in meiner Kamera nur sehe, wie ich meine Haare drum habe. Das wird gefährlich. Aber ich wollte euch einfach meinen Tag erzählen. Also herzlich willkommen zu dem neuen Vlog. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich nehme mich heute mit bei einem Sommertag in meinem Leben. Bei einem Produkt. Das geht so nicht. Aber naja, ich muss mich jetzt umdrehen. Auf jeden Fall nehme ich euch heute wieder mit bei einem produktiven Tag. Wir haben ziemlich viel zu tun und ich hoffe, dass euch der Vlog immer ein bisschen motiviert und inspiriert, auch ebenfalls so viel zu tun. Meine Haare sind geglättet, man denkt, ich wäre nackt. Ich bin nicht nackt, ich habe was an und ich drehe jetzt erstmal ein Video, ein Q&A und dann noch ein Video, wie ich Koreanisch lerne. Das mache ich immer am Anfang, weil ich am Anfang des Tages noch so am besten aussehe. Wenn ich ein bisschen was gemacht habe, sehe ich erschöpft aus, dann werde ich kein Video mehr drehen. Deswegen am Anfang kommt einmal die ganze Content Creation und das ganze Lernen und so, wo ich aussehen kann, wie ich will. Das kommt dann eher so am Ende des Tages, also bleibt noch gespannt. Kann ich wieder ein bisschen aufräumen. Als allererstes kommt mein Stuhl zurück. Ich mache jetzt auch ein bisschen Laptop-Kram, bis dann gleich ein Freund von mir kommt, wir zusammen kochen und unser 1,0-Abi feiern. Leute, das Ding ist, ich komme mal kurz rum. Das ist nämlich der Freund, bei dem ich immer zusammen lerne. Sein Ziel war eigentlich 1,1, aber er hat es einfach auch 1,0 geschafft, weil seine Prüfungen einfach so gut waren. Er hat einfach 15, 15, 14, 14 Prüfungen. Unfassbar. Ich freue mich so für ihn. Deswegen habe ich auch noch eine Torte für ihn. Aber seht ihr gleich, seht ihr gleich, seht ihr gleich. Ich bin heute so aufgeregt, ich bin so durch den Wind. Stress. Ich habe nämlich in genau 8 Minuten einen Call. Ich weiß übrigens, die Lampe ist wunderschön. Ich habe dazu schon Kommentare bekommen. Ja. Ich habe nämlich in 7 Minuten einen Call. Muss bis dahin am besten noch eine weitere Sache gemacht haben. Und zwar ist das, eine Kooperation vorzubereiten auf Instagram. Nebenbei nehme ich auch noch eine Insta-Story jetzt auf, Timelapse, und starte direkt in den Call rein. Soll ich mir Notizen machen? Das wäre vielleicht auch ganz nett. Oh mein Gott, meine Kamera ist so schmutzig. Hi, hörst du mich? Ich höre dich, glaube ich. Hi Leute, ihr wisst ja, dass ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, 52 Bücher zu lesen. So, ich habe jetzt gerade die Story aufgenommen, ich bearbeite sie jetzt noch, schneide sie noch und schicke sie an meinem Management. Wow, so cool. Ja. Ey, auch im Abi, hast du das Abi-Buch? Ja, ja, das habe ich. Okay, sehr gut. Ey, aber es sind so ehrenlose Fotos von mir drin. Also immer einzelne. Diese einzelnen Fotos? Ja, das ist so ehrenlos. Ja, wir wohnen, ja, jeden Tag war man in der Schule. Und jetzt so gar nicht mehr. Ja, ich erkläre es dir nur. Und zwar, ich möchte da jetzt so 1,0 raufschreiben, aber wo soll ich das machen, wenn ich hier überall die Pixel? Oder hier so in die Mitte, nur auf das Kleine? Oh, okay. Ja, doch, ich glaube, auf das Kleine zu werden. Voll langweilig. Ja, du kannst es auch gerne, du kannst auch fett überall hin machen. Abi, das A. Hier, warte, okay. Abi 23. Ja. Hier richtig gut. Jacken und schwere Sachen halt anziehen. Kissen. In die Kapuze alles rein. Boah. In ja, den was Mund was alles. Ich halt so Socken im Mund rein. Voll, Alter. Hier so. So. Oder hier noch so rein in diese. Ja, stimmt. Da kannst du auch. Du kannst ja überall Sachen reinmachen. Oder so Hut und unter den Hut. Der Hut schwebt schon so. So ein übertrieben großer Zylinder. So. In die Schuhe noch so reinpacken. Ja, ohne Spaß. Noch so eine nette Tüte. Bei einer netten Tüte sagt keiner was, da haben die Leute Mitleid, okay? Da sagen die nichts. Ja, oder halt so eine Chips-Tüte, da sagt ja keiner was, nur unten so eine Unterwäsche. Da sind so Sachen eingeschweißt. Da sind so eine Decke oder so eine Decke als Umhang. Alles drunter. Wenn die sagen, ja, zeig mal her, so, nein, ich bin da drunter nackt. Also ich mach den nicht. Boah, ich heule gleich einfach so eine riesengroße Bettdecke, wo alles drin ist.
Alter, das wäre auch krass. Dann sammelt sich aber unten so alles. Ja. Das ist so ein Sack. Ein T-Shirt passt da safe rein in der Hosentasche. Ja, sehr gut. Also morgens, mittags, abends ankommen, essen, einkaufen, kochen. Super Plan. Ja, sehr ordentlich. Ein sehr schöner Schritt. Ja, true. Also ich sehe das genauso wie du. So, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz mit Flo raus. Flo ist mein Hund. Und wenn ich draußen bin, nutze ich die Zeit meistens und höre gerne ein Hörbuch. Das mache ich aktuell auf BookBeat. Ich habe euch das auch schon mal auf Instagram vorgestellt, weil ich diese App wirklich so super finde. Ich habe mir ja vorgenommen, dieses Jahr 52 Bücher zu lesen, also ein Buch pro Woche. Ich hänge aktuell ein bisschen hinterher. Ich habe mittlerweile 21, also hänge so 4 Bücher hinterher. Aber ich glaube, das wird jetzt im Sommer, gerade auch mit den ganzen Hörbüchern, die ich auf BookBeat höre. Denn das Gute an BookBeat ist nämlich, dass man sich das Ganze runterladen kann. Und dann hat man die Bücher auch offline zur Verfügung. Das heißt, ich kann sie mir zu Hause runterladen, habe dann die Bücher immer griffbereit, muss nur meine App auspacken, klick rauf und habe die Bücher sofort im Ohr, wenn ich unterwegs bin und auch Flugmodus drin habe oder so. Also das ist wirklich gut. Ich weiß selbst, dass Bücher sehr kostenintensiv sind und auch viele dieser Apps sehr teuer sind. Aber ich habe mit BookBeat ein wirklich gutes Angebot für euch ausgemacht. Und zwar habt ihr, wenn ihr mal auf den Link in der Infobox klickt, 2 Monate BookBeat gratis. Ihr könnt dann 50 Stunden hören und habt Zugriff zu über 800.000 Büchern. Das ist wirklich krass und echt cool. Und zwar habe ich euch ja schon auf Instagram letztens dieses Buch hier, ich blende es hier mal ein, euch gezeigt. Das war ganz interessant. Und da gibt es einfach ganz viele kleine Tools für die mentale Gesundheit. Also gerade zur Stressbewältigung und wie man umgeht mit schlechten Emotionen. Das fand ich sehr interessant. Es ist halt kein Buch, was man so an einem Stück durchhört oder nichts, würde ich sagen, sondern eher so zwischendurch immer ein bisschen, wenn man ein bisschen Input braucht. Und meine Haare sind gerade schon wieder, das Skelettin hat es aber nicht unbedingt gebracht heute Morgen. Naja, egal, weiter. Auf jeden Fall wollte ich auch noch sagen, das Buch, was ich selbst übersetzt habe mit dem Rowold Verlag, gibt es auch auf BookBeat. Also falls ihr es auch anhören wollt, macht das auf jeden Fall. Holt euch diese 2 Monate kostenlos mit meinem Code und mit meinem Link und dann kriegt ihr das und könnt es gerne mal anhören, was ich da alles so übersetzt habe. Und das Gute ist, nach diesen 2 Monaten Testen gibt es sogar auch ein Studierenden-Abo für alle Studierenden. Da kriegt ihr einfach das BookBeat-Abo für nur 4,99 Euro im Monat und das ist super. Ihr müsst mal überlegen, 5 Euro ungefähr, ja sogar noch weniger. Und ihr habt Zugriff zu so vielen Büchern. Ich finde, das lohnt sich wirklich total. Na Flo, willst du auch ein Hörbuch hören? Weg ist sie. Sie will nicht mithören. Also ich bin jetzt wieder zurück vom Spaziergang und werde jetzt noch ein bisschen Koreanisch lernen. Das ist ja immer so eine Aufgabe von mir aktuell, also eine der Hauptaufgaben, weil ich bald nach Korea reise und mein Koreanisch wieder ein bisschen auffrischen möchte. Ich fange heute erstmal an, die Vokabeln durchzugehen, die ich habe und dann noch ein paar mehr Grammatikstrukturen zu wiederholen und dann Sätze damit zu bilden. So, oh mein Gott. Mein kleines Stativ, was aus meinem Handy und meinem Stift besteht, klappt nicht so gut. Ah doch. So, ich habe mich jetzt gerade noch mal ein bisschen fresh gemacht. Jetzt geht's los zum Abiball-Schuhe kaufen. Nächste Woche ist mein Abiball. Ich habe mich extrem spät gekümmert um alles. Mein Abiball-Kleid habe ich zwar schon, Schuhe brauche ich noch, aber ich denke, das wird kein Problem. Denn ich bin eine relativ unkomplizierte Person. Also ich brauche jetzt nicht die besten Schuhe oder so. Ich gehe einfach hin, guck, was es gibt und ja, nehme einfach ein paar, was mir gefällt. Also wir haben jetzt Schuhe bekommen, die sehr bequem sind und auch sehr schön sind. Oh nein, ich wollte mein Video noch aufnehmen. Ich hab's vergessen. Mein Essen meine ich. Ich wollte mein Essen noch. Und ich hab's einfach auch vergessen. Und Flo. Hi. Wow. Hey du. So Leute, ich habe mir jetzt gerade mal Duolingo runtergeladen, nochmal, habe alles gemacht. Ich bin direkt heute, ich habe gerade erst angefangen, direkt zu Level 8 geschwungen. Ist das nicht gut? Ich habe einfach immer die nur so Master-Level gemacht und weil ich die bestanden habe, habe ich immer die anderen Level einfach geskippt. Hi! Also der Koffer muss gepackt werden, beziehungsweise Koffer ist echt eine Übertreibung. Wir haben ja vorhin schon spaßenshalber überlegt, was man alles noch so machen könnte, um noch mehr Sachen mitzunehmen. Aber ich denke, bei mir wird hoffentlich alles in diese kleine Tasche reinpassen. Sie ist so groß, also echt nicht viel. Das ist halt wirklich nur ein kleines Handgepäck. Und ich mache es immer so, dass ich alles daneben lege, alle Sachen, die ich mitnehme. Und dann immer erst am Tag oder am Tag davor, vor der Reise, alles einpacke, weil ich sonst immer so paranoid habe, dass ich irgendwas vergesse. Deswegen immer erst alles daneben legen. Und dann
weiterer Tipp, ich packe immer nach Outfits und nicht nach Teilen. Also ich sage nicht zum Beispiel, ich nehme 3 T-Shirts und 2 Hosen mit oder so, sondern ich mache immer generell die Outfits, dass ich genau weiß, was ich kombinieren kann und mir für jeden Tag einfach ein Outfit raussuche. Also das ist schon mal ein schönes Kleid.